لترفع راية السنة. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns aus dieser Sitzung mit mehr Wissen herausgehen lässt und dass er uns nach dieser Sitzung, nachdem wir bi'idhnillah ta'ala aufrichtig für das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala hierher gekommen sind, um unsere Religion zu lernen, dass Allah azza wa jal nach dieser Sitzung uns unsere Sünden vergeben wird. Die Feste der Kuffar, und was ist das Urteil darüber, liebe Geschwister? Erstmal soll jeder Muslim wissen, dass wir in unserer Religion uns von den Kuffar, von den Nichtmuslimen unterscheiden. Und es gibt natürlich einen Grund dafür. Jeder sollte erstmal wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Führer aller Propheten und der Beste unter ihnen, sich von den Kuffar, sprich den Juden und Christen, in jeder Hinsicht unterschieden hat. Sei es in der Anbetung, sei es in seinen Taten, sei es in seinen Worten, ja sogar die Riten und die Feste der Kuffar hat er anders gemacht, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm dieses so vorgegeben hat. Aber warum, fragt man, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich so vehement von den Kuffar unterscheiden wollen? Der Grund dafür ist, liebe Geschwister, dass eine Gruppe von den Kuffar, und zwar die Juden, sich den Zorn Allahs subhanahu wa ta'ala zugezogen haben. Sie haben sich den Zorn Allahs zugezogen? Wie gewaltig müssen die Taten von einem Menschen sein, dass er sich den Zorn des Barmherzigen zuzieht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war immer mit den Sahaba radiallahu anhum. Da sagte er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu den Sahaba radiallahu anhum: Könnt ihr euch vorstellen? Und es stand eine Mutter dort mit einem kleinen Kind. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Mutter ihr Kleinkind in dieses Feuer hereinwerfen wird? Sie sagten zu ihm: Ja, Rasulallah, niemals wird diese Frau das tun, weil sie zu barmherzig ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah ist mit seinen Dienern barmherziger als diese Frau zu ihrem Kind. Allah. Dieser barmherzige, allmächtige Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, wie schafft man es, sich den Zorn von ihm zuzuziehen? Man schafft es. Die Juden haben es geschafft, weil sie Wissen hatten über ihre Religion, aber sie haben ihre Religion geändert, trotz ihres Wissens. Gewaltig bei Allah, dass Allah azza wa jal dir als Gnade eine Religion vorgibt, die dein Leben bestimmt, dass du nicht umherirrst, dass du nicht in der Finsternis tappst. Und du hast nichts anderes zu tun, als diese Religion zu ändern. Und sie haben so getan, als ob sie bestimmte Dinge in der Religion nicht gewusst haben und haben sie verdeckt mit ihren eigenen Händen, um nicht die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala durchzuführen. Die andere Gruppe sind die Christen. Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet sie als Irregehende. Im Gegensatz zu den Juden haben sie kein Wissen, aber sie handeln einfach. Aber Allah will nicht angebetet werden wie du oder wie ich mir das vorstelle. Nein, Allah hat feste Gesetze, wie er angebetet werden will. Glaubt ihr, der Herrscher, der König aller Könige, weiß nicht, wie er angebetet werden will? Was für ein Bild hast du über Allah? Ey wallah, Allah azza wa jal hat uns bis auf Kleinste beschrieben durch seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wie er angebetet werden will. Das sind die Gründe. Die Juden haben sich den Zorn Allahs zugezogen und die Christen
sind die Irregehenden, liebe Geschwister. Und subhanallah, jeder Muslim liest im Gebet in der Sura Al-Fatiha, die Eröffnende, derjenige, der diese Säule von den Säulen nicht liest, er hat kein Gebet. Was lesen wir darin? Ihdina sirat al-mustaqim bedeutet, leite uns den geraden Weg. Wir möchten einen geraden Weg in der Religion bestreiten. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, aber welcher Weg? Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Wala ad-dallin. Den Weg derer, den du, ja Allah, die Gnade erwiesen hast. Du warst zufrieden mit diesen Leuten. Und nicht derer, die sich deinen Zorn zugezogen haben und in die Irre gegangen sind. Ihdina sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg, ja, weil die Religion dich einen geraden Weg leitet. Es kann nicht sein, dass du den Weg der Religion befolgst und in die Irre gehst, nein. Sondern der Weg der Religion ist ein gerader Weg, liebe Geschwister. Und nicht nur das, wir sollten auch verstehen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala bei diesem Bittgebet, und das ist nichts anderes als ein Dua, Allah azza wa jal darum inbrüstig bitten, dass er uns nicht von denjenigen macht, die sich seinen Zorn zugezogen haben, und nicht von denjenigen macht, die irregegangen sind, sprich Juden und Christen. Und wenn wir darüber reden, dann müssen wir erwähnen, wer sind diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala seine Gnade erwiesen hat, die erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in der Sura An-Nisa, in der Ayah 69. Er sagt uns, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden jetzt um dessen Gnade bittest du immer. Du bittest Allah immer darum, so wie sie zu sein, mit ihnen zu sein. Wer sind diese Leute? Die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welche gute Gefährten jene sind. Das heißt, du möchtest hier mit denen zusammen sein, die Allahs Wohlgefallen erreicht haben. Allahu Akbar. Stellt euch vor, man geht von dieser Welt, indem man das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala erreicht hat. Allah azza wa jal sagt über diese Leute, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Bevor diese Leute von der Welt gehen, will Allah subhanahu wa ta'ala ihnen unbedingt eine Botschaft geben. Welche Botschaft? Die Engel werden auf sie herabkommen vor ihrem Tod. Und sie werden ihnen sagen, wer sind diese Leute? Sie sagen, Allah ist unser Rabb. Und daraufhin gehen sie einen geraden Weg. Die Malaika, die Engel kommen zu ihnen herab und sagen, fürchtet euch nicht. Vor was? Vor den Angelegenheiten, die im Jenseits passieren. Oh Wallahi, das sind gewaltige Angelegenheiten, vor denen jeder Furcht haben wird, außer die, denen Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig gegenüber ist. Fürchtet euch nicht und seid nicht traurig. Alles, was ihr hier gelassen habt in der Dunya, Allah wird sich darum kümmern. Hast du Kinder gehabt, du wolltest, dass sie rechtschaffen werden, Allah kümmert sich um diese Kinder. Hast du eine Frau gehabt, du hattest Angst, dass ihr irgendwas im Leben passiert, Allah kümmert sich um diese Sache. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und wer ist ein besserer Verwalter als Allah subhanahu wa ta'ala? Wie können wir Muslime behaupten, dass die Kuffar auf dem falschen Weg sind und Allah etwas beigesellt, aber gleichzeitig folgen wir ihm? Eine Frage, lieber Bruder und liebe Schwester. Bist du zufrieden damit und bei Allah, pass auf, was du sagst. Bist du zufrieden damit, denjenigen folgen zu wollen, die sich seinen Zorn zugezogen haben und die Irregehende sind? Antworte für dich. Und das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns damals schon gesagt hat, liebe Brüder und Schwestern, Wallahi ist eine Bestätigung dafür erstmal, dass er ein Prophet ist und
Wir sind alle Zeugen über diese Zeit. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und guckt, ob wir diese Zeit erreicht haben. Ihr werdet gewiss die Kuffar, und wir kommen gleich auf sie zu sprechen, Handspanne für Handspanne folgen. Elle für Elle folgen. Bis ihr auch dann ihnen nachgeht, wenn sie in ein kleines Eidechsenloch gehen, dann folgt ihr ihnen in diesem Eidechsenloch. Und schaut mal, die Eidechse hat ein besonders kleines Loch. Wie sehr bemühen sich die Muslime, in diesem Loch auch reinzupassen. Wir sagten, die Sahaba radiallahu anhum, o Gesandter Allahs, meinst du die Juden und die Christen? Er sagte, wen sonst? Und bestätigt selber, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals die Wahrheit gesprochen hat. Die Muslime machen mittlerweile alles, was die Juden und die Christen vormachen. Sie ziehen sich so an wie sie. Man schaue auf unsere muslimischen Frauen, die ohne Scham auf der Straße herumlaufen. Sie verhalten sich wie die Kuffar. Man sieht sogar, dass die Muslime Hunde hinter sich herziehen, als Haustiere. Wann gab es so etwas, liebe Geschwister? Sie drehen dieselben Filme wie sie. Wisst ihr, dass in einigen arabischen Ländern diese Walayadu Billah Big Brother läuft? Von wem haben sie das? Bitte schön. Von den Kuffar. DS und diese ganzen Krankheiten haben unsere Länder erreicht. Warum? Weil man sie nachmachen will. Sie essen auf dieselbe Weise wie die Kuffar. Die Gabel muss auf der linken Seite sein und das Messer muss auf der rechten Seite sein. Und sogar der Schokoriegel wird mit dem Messer und der Gabel gegessen. Sie feiern ihre Feste, liebe Geschwister. Und sie sind hochmütig gegenüber ihrer eigenen Religion geworden und sehen sich besser, liebe Geschwister, als andere Muslime. Warum? Weil sie die Gedanken der Kuffar übernommen haben. In der Weise, dass sie als Muslime ihre eigene Religion schlecht machen. Einer von ihnen hat im Westen gelebt, ein Muslim. Dann geht er zurück zu seinem Hause in den arabischen Ländern und fühlt sich besser als die anderen Muslime. Warum? Er ist jetzt ein besserer Mensch geworden, weil er im Westen gelebt hat. Man behandelt die Muslime minderwertig, weil sie nicht den Fortschritt haben, den der Westen hat. Und nicht nur das, man hat sogar die arabische Sprache, in der Allah den Koran herabgesandt hat, jetzt mit anderen Sprachen gemischt, liebe Geschwister. Man sieht die Arroganz, wie sie gegenüber ihren Geschwistern mit einer Fremdsprache in das Arabische reinmischen und sie heben sich über die anderen hervor. Bonjour, Shututuputu und solche Sprachen hört man von ihnen und sie sind sehr begeistert, dass sie eine neue Fremdsprache sprechen. Mashallah. Warum aber ahmen die Muslime die Kuffar nach? Wallahi, wenn heute ein Kafir zu uns kommt und sagt, wenn ihr doch so eine tolle Religion habt, warum sehen wir, dass eure Leute uns nachahmen? Die Antwort ist leicht, weil sie Irregehende sind. Aber erklär das den Kuffar. Sie sehen nur eine Sache? Wenn wir wirklich so falsch wären, warum laufen sie uns nach, bis wir sie nicht mehr leiden können? Warum ahmen die Muslime die Kuffar nach, liebe Geschwister, weil sie sich gegenüber den Kuffar in einer niedrigen Position sehen und sie wollen einfach mithalten. Und deshalb machen sie sie nach. Und derjenige, der jemanden nachmacht, er bemüht sich mehr als der Vormacher. Der Vormacher macht irgendeine Geschichte, so wie es ihm gerade passt. Aber der, der ihm nachmacht, der muss erstmal studieren, was der Vormacher macht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er warnte uns, wenn wir das so machen wie sie, indem er sagte, liebe Geschwister, ein schwerer Hadith, ein gefährlicher Hadith, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Wer ein Volk nachahmt, mit anderen Worten, du machst die Juden und Christen nach, dann gehört man zu ihnen.